Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Master Your Subconsciousness am effektivsten für dich nutzt und das Maximale für dich bei rausholst. Heute ist das neue G3 erschienen, also eine komplett neue Gestaltung dieser Frequenz. Also Remember Your Dreams hat sie ja früher geheißen und heute heißt sie Master Your Subconsciousness. Sie wurde komplett gelöscht und alles komplett neu gemacht, neue Technologie und so weiter. Und da möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie du diese am allerbesten für dich nutzt. Ja? Als erstes empfehle ich dir grundsätzlich, es ist eine Empfehlung, aber kein Muss. Ja? Du kannst Master Your Subconsciousness auch so nutzen, aber um die Wirkung zu verintensivieren, empfehle ich dir Gate 1 und Gate 2 grundsätzlich schon mal gehört zu haben, weil dort Sachen vorkommen, die dir dienlich sind, aber kein zwingendes Muss sind. Ja? Also es ist nur so als Tipp, falls du Gate 1 und Gate 2 hast. Erstell dir so eine Playliste und hör dir mal Gate 1 an. Dann mach eine kurze Pause, danach hörst du Gate 2, das ist vielleicht so ein Nachmittag, den du investieren musst und dann wird es schon Abend sein und dann höre dir direkt dann vom Schlafengehen Gate 3 an, ja? Und schlafe nach Gate 3 ein. Aber wichtig ist, dass du Gate 3 zu Ende hörst und danach einschläfst. Ja? Ich empfehle dir noch zusätzlich, ja, um einfach, es geht hier in diesem Video nur darum, wie du das Maximale rausholst. Ja? Es ist nur eine Empfehlung. Ja? Dass du dann eine Playlist erstellst, und zwar, du hörst dann am Schluss dann G3 und dann erstellst du dir eine Playlist, wo 2 bis 3 Mal hintereinander oder eine Schleife die Dream Recall Frequency kommt. Das ist eine Frequenz, die deine Alpha-Brücke trainiert. Ja? Wenn du das Video gesehen hast zum neuen G3, da erzähle ich ja, wie wichtig es ist, die Alpha-Brücke zu trainieren, und mit dieser Methode wirst du das genauso machen. Das heißt, ich wiederhole es nochmal, es gibt mehrere Methoden. Die erste Methode ist, du fängst am Nachmittag an mit G1, dann machst du eine kurze Pause. Wichtig ist, dass du nicht einschläfst dabei. Dann so eine halbe Stunde Pause, dann legst du dich wieder hin, hörst du komplett G2 durch oder machst das komplette G2 Training, was ich dir auf jeden Fall empfehle, so wie ich es im G2 Video vorgestellt habe. Also das komplette Training, also das Nutzungsvideo, schau dir dort an, mach die komplette G2 durch, sehr intensiv, wie du es halt im Video gelernt hast. Dann hör dir G2 an, dann machen wir wieder so eine halbe Stunde Pause. Und dann so, wenn du weißt, du schläfst immer so um 11 ein, dann geh um 20 Uhr ins Bett oder um 21 Uhr spätestens und höre dir dann G3 an. Ja, das dauert so ungefähr 50, 55 Minuten. Höre G3 an und halte dich eben an dieses Nutzungsvideo. Weil dann hast du auf jeden Fall G1 trainiert, die Frequenzen im Gehirn gerade durchtrainiert, die Anker verankert, G2 deine Visualisierung verbessert, die Frequenz von G2 trainiert, und dann geht es natürlich direkt weiter mit G3, wo du dann direkt, wenn du G3 nutzt, so den maximalen Nutzen rausholen wirst. Wenn du dann G3 verankert hast, die Hypnose-Technik gemacht hast, empfehle ich dir Folgendes: Dann setzt du dich hin, gehst in den Schneidersitz, tust die Dream Recall Frequency hinein, die Alpha-Frequenz-Training, und meditierst mal so eine halbe Stunde. Und du wirst dann irgendwann müde werden, lässt die Frequenz drauf, legst dich hin und schläfst einfach ein und lässt sozusagen die Dream Recall Frequency als Loop so 2, 3, 4 Mal laufen und schläfst einfach damit ein. Dann wirst du, während du schläfst, deine Alpha-Frequenzen werden damit trainiert. Das heißt, du wirst in der Früh aufwachen und wirst du denken, boah, krass, ich habe mich noch nie so intensiv an meine Träume erinnern können, geschweige denn, oft kann es passieren, dass du sogar luzid wirst dabei. Ja? Und wenn du das würde ich dir empfehlen, am ersten Tag zu machen. Und dann am zweiten Tag, beziehungsweise den nächsten 3 Tage darauf oder 7 Tage, je nachdem, wie intensiv du das intensivieren möchtest, hörst du dir, so wie gehabt, die G3 an, meditierst mit Dream Recall Frequency und dann schläfst du mit Dream Recall Frequency in so einer Schleife ein. Das machst du so zwischen 3 bis 7 Tage. Nach 7 Tagen garantiere ich dir, du wirst ein komplett anderes Traumempfinden, Traumerinnerung und Traumintensität haben. Immer wird es so sein, dass du aufwachst und du wirst wissen, ah, ich bin hier eingeschlafen, dann sind mir meine Augen zugegangen und dann habe ich das erlebt, das, und dann könntest du Bücher füllen. Was ich dir auf jeden Fall noch empfehle, ist
ganz wichtig, um das nochmal auf ein ganz anderes Level zu heben, ein Traumtagebuch anzufangen und zu führen. Ja? Und zwar, du stehst in der Früh auf. Wichtig ist, nicht am Laptop, nicht am Handy, keine Sprachnachrichten, keine Diktierfunktionen, sondern ein Buch zu nehmen und dann händisch aufzuschreiben, was du erlebt hast. Und wirst mit jedem Tag merken, am ersten Tag wirst du vielleicht einen kleinen Absatz schreiben, dann wirst du eine Seite schreiben, dann wirst du 3-4 Seiten schreiben. Am siebten Tag wirst du fast Bücher füllen können, so viel wirst du dort aufschreiben können. Also es wird sehr, sehr intensiv werden. Aber wenn du das natürlich dann noch weiter trainierst, dann wird das sehr, sehr krass werden. Dann, wenn du merkst, okay, jetzt ist es schon sehr, sehr intensiv, dann kannst du reduzieren. Dann kannst du aufhören, G3 zu hören, sondern nur noch alle paar Tage zu hören. Ich empfehle dir trotzdem am Tag oder vorm Schlafengehen einfach nur, zumindest während der Meditation, auf die Dream Recall Frequency zu hören, zu testen. Und dann kannst du auch so einschlafen, du wirst merken, es wird intensiver. Und dann wirst du merken, du brauchst keine Hypnose mehr, weil der Anker wirken schon von sich aus sehr, sehr gut. Und durch das Traumtagebuch bestätigst du dein Unterbewusstsein. Ja, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern und ich habe sehr, sehr intensiven Zugang zu meinem Unterbewusstsein und so weiter. Ja. Vor allem geht es bei der Recall, bei der Master Your Subconsciousness darum, dass du die Methode verinnerlichst. Und die Methode funktioniert so, dass du ja nicht nur deine Traumerinnerung verbesserst, sondern das Wichtige, das ist so der Kern von Master Your Subconsciousness, dass du später, wenn du Programmierungen bei deinem Unterbewusstsein machen willst, dass du einfach die Augen zumachst, dir vorstellst, du bist in deiner Holzhütte im Wald, dass du dort die 10 Stufen runtergehst, dort in den Aufzug steigst, der Aufzug fährt runter, du machst die Tür vom Aufzug auf und du bist im Unterbewusstsein. Und wenn du im Unterbewusstsein bist, dann veränderst du dort Veränderungen, wie zum Beispiel Charakterveränderungen, deine Gewohnheiten, deine Glaubenssätze, was auch immer oder was du dir an dein Unterbewusstsein verändern möchtest, programmierst du dort am besten durch Suggestion, also du schreibst dir vorher am besten so Mantras auf und so weiter, gehst die vorher durch und dann gehst du ins Unterbewusstsein, einfach in der normalen Meditation. Stellst dir vor, dass du im Unterbewusstsein bist, dass dein Computer kommt, dass du dann auch hochfährst, Programm startest für Änderungen am Unterbewusstsein. Idealerweise wie in G3, wo du sagst, okay, liebes Überbewusstsein, bitte mach das, was jetzt kommt, dass das verankert wird in meinem Unterbewusstsein. Und dann gehst du so 10, 20, 30 Mal dein Mantra durch, sozusagen ab heute kann ich das und so weiter und mit jedem Tag immer mehr und immer mehr. Und dann gehst du wieder in den Aufzug rein, fährst nach oben in die Holzhütte, gehst die Stufen hoch, legst dich dort ins Bett, wachst auf, machst deine Augen auf und dann bist du wieder da. Und dann wirst du sozusagen die Fähigkeit erlangen, in der normalen Meditation an deinem Unterbewusstsein Manipulationen durchzuführen und dein Verhalten, deine Strukturen, deine Gewohnheiten zu verändern. Ja? Das ist sozusagen der Kern von Master Your Subconsciousness. Ja? Gut, ja, und dann wirst du halt merken, dass du damit das Ganze verintensivieren kannst. Das kannst du sozusagen dann 1-2 Wochen lang trainieren. Dann gehen wir in die nächste Methode. Ich habe hier noch stehen, mache so lange weiter, bis deine Traumerinnerung extrem gut ist, weil desto besser deine Traumerinnerung ist, desto besser ist der Zugang zu deinem Unterbewusstsein an sich. Ja? Du wirst auch merken, dass du an sich dann einfach im Wachzustand eine viel bessere Erinnerung hast. Ich empfehle dir noch zusätzlich entweder Omega-3 zu nehmen, am besten pflanzlich oder Chiasamen oder Leinsamen in Kombination zu arbeiten. Und vorm Schlafen gehen, mach dir einen Smoothie, am besten mit Reismilch. Dort tust du Kurkuma hinzu, Chiasamen und Leinsamen. Tust das in so einen Smoothie-Mixer, am besten vielleicht noch Banane dazu und ein bisschen Kokos, damit das Ganze ein bisschen Geschmack bekommt. Und relativ viel, so 1 oder 2 Esslöffel, je nachdem wie intensiv du das haben möchtest, von Kurkuma, am besten frisch gemahlen, rein mit Smoothen und dann, bevor du die Frequenzen hörst, das Ganze trinken. Du wirst merken, wie sich dadurch alleine schon deine Luzidität in der Nacht verintensiviert und die ganzen Träume viel lebendiger werden. So als kein Geheimtipp, ja. Gut, wenn die Wirkung nachlässt, wenn du merkst, okay, du hast jetzt länger nichts getan, dann fang wieder an mit deinem Traumtagebuch. Auf jeden Fall intensiviere das. Ich habe in G3 im Shop, im Reiter Videos, also wenn du auf G3 gehst, Master Your Subconsciousness, gibt es einen Reiter, dort nennen sich Videos und dort habe ich ein Video drauf oder mehrere Videos von Techniken für die Traumerinnerung zur Steigerung. Ja.
und schau dir diese Techniken an und kopple die mit dieser Technik, die, mit diesen Methoden, die ich dir hier in diesem Video vorgestellt habe. Ja. Dann Methode 2 kommen wir jetzt. Höre G3 zu welcher Zeit und so oft, wie es dir möglich ist. Ja. Binde es am besten ein, zwei Stunden, bevor du vom Schlafen gehen bist und mach damit so lange weiter, bis deine Traumerinnerung deutlich gestiegen ist. Und wenn die Wirkung nachlässt, starte einfach regelmäßig G3 zu hören. Also du musst es nicht jetzt so wie Methode 1 mit G1, 2 am ersten Mal trainieren, sondern trainiere einfach so vorm Schlafen gehen. Nicht, oh, ich gehe immer um 10 ins Bett, dann gehst du jetzt um 10 ins Bett und hörst einfach G3 dabei an. Du wirst in der Regel immer einschlafen. Das wird eh was bringen, weil die Frequenz eh wirkt, auch während du schläfst. Aber mit der Methode 1 hast du halt die maximalste Wirkung. Und Methode 3 ist, meditiere 30 Minuten, so ohne Frequenzen, am besten mit Schlafmaske und Ohrpacks. Dann starte G3. Die Uhrzeit spielt dabei bei der Methode keine große Rolle, weil du wirst dann grundsätzlich schon durch die normale Meditation schon in Alpha gelangen. Und danach, wenn du schon in Alpha bist, hörst du einfach G3. Ja, das ist die dritte Methode und der dritte Zugang. Ja. Gut, das sind so die drei Möglichkeiten. Ich wünsche dir viel Spaß beim neuen G3. Du wirst merken, ich habe ab der Hälfte von G3 eine neue Technologie eingebaut. Du wirst merken, wie sich da dein Bewusstsein in einen komplett anderen Bewusstseinszustand verschieben wird. Ich wünsche dir einfach viel Spaß dabei. Lass dich überraschen, was da geschieht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und übrigens, heute ist auch G4 erschienen. Ich habe dazu auch zwei eigene Videos erstellt. Und zwar Deep Body Scan, die kannst du super in Kombination mit G3 direkt anwenden. Das ist komplett eine aufbauende Meditation und Hypnose, die du mitkoppeln kannst, wo es dann darum geht, in den nächst tieferen Zustand zu kommen, wo du dann einen Bodyscan machst und wo du, wenn du meditierst und sozusagen Zugang zum Unterbewusstsein hast, wo du dann dich in die nächst tiefere meditative Ebene gelangst. Also sprich, wo du dein Bewusstsein dann anfängst zu verschieben, eine andere Wahrnehmung, einen anderen Bewusstseinszustand zu erleben. Ja, aber da habe ich ein eigenes Video darüber gemacht und lass dich da überraschen, wie es dann da weitergeht. Also, bis dann. Tschüss, Baba.